Ah, hallo, da sind Sie ja wieder, Herr Peter. Schön, dass Sie da sind. Ich habe schon auf Sie gewartet, damit Sie weitermachen bei der Aufgabe. Ich weiß gar nicht mehr, wie das jetzt weitergeht. Da heißt es, man soll jetzt da dementsprechend Punkte rausfinden, für die man jetzt kein Drachenviereck hält, sondern ein gleichschenkliches Dreieck. Wie geht denn das, Herr Peter? Bitte, bitte erklären Sie mir dann mal den Rest von diesen Aufgaben. Das ist natürlich kein Problem. Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler, wir sind in der Olaf hat schon erkannt. Also wir sind natürlich immer noch in der Abschlussprüfung 2005. Und jetzt geht es darum, mal rauszufinden, den Punkt jetzt, für den man dann ein gleichschenkliches Dreieck erhält. Schauen wir uns mal die Aufgabe an. Also wenn ich mir diese Aufgabe anschaue hier, da habe ich natürlich jetzt Punkte, die wandern auf einer Parabel, die Eckpunkte von meinem Dreieck. Und damit ich da jetzt hier ein gleichschenkliches Dreieck erhalte, muss ich natürlich erkennen, aha, naja gut, der Punkt B, wenn der wandert, gibt es natürlich einen Punkt, wo der liegen kann, nämlich genau dann, wenn er auf der Höhe von Punkt A ist. Sobald der auf der Höhe von Punkt A ist, gibt es gleichschenkliche Dreiecke B0, C, D, weil der Punkt A halt dann auf der Basis liegt. Ja, und dann muss ich natürlich eine Sache erkennen und damit habe ich natürlich die Aufgabe gelöst. Dann muss natürlich der Punkt B0 die gleiche Y-Koordinate haben wie der Punkt A. Und damit sind wir schon beim Start. Also wir wissen dann, dass die Y-Koordinate des Punktes B0 soll natürlich dann auch sein 10. Und die Punkte Bn haben ja immer diese Gleichung. Also muss dieses 0,5x² minus 3x plus 2,5, das muss genau 10 sein. Ja, und damit sind wir natürlich schon bei der 1,3. Also, das muss 10 sein. Und wer das natürlich sieht, sowas jetzt, ich habe eine quadratische Gleichung hier und die wollen wir jetzt lösen, ist gleich 10. Dann ist klar, das machen wir natürlich mit der berühmtesten, einer der berühmtesten Formeln. Hierzu brauchen wir die berühmte Mitternachtsformel. Ja, falls die einer natürlich nicht mehr weiß, die findet ihr natürlich nicht unter der Mitternachtsformel in der Formelsammlung, sondern da müsst ihr zu den quadratischen Funktionen gehen. Und die quadratischen Funktionen findet ihr bei quadratischen Gleichungen ganz am Anfang immer die berühmte Mitternachtsformel. Das heißt, die lautet allgemein lautet die immer minus b plus minus Wurzel aus b Quadrat minus 4ac durch 2a. Und das b Quadrat minus 4ac, das ist immer diese Diskriminante d. Ja, warum heißt es Mitternachtsformel? Ja, weil es ja früher mal geheißen hat. Ich glaube, ganz früh haben die Lehrer gesagt, wenn man nachts mitten in der Nacht angerufen wird, dann muss man die auswendig wissen. Ja, wir machen das natürlich immer ein bisschen anders. Wir rechnen jetzt erstmal, bringen wir es auf die Ausgangsform. Damit man die anwenden kann, muss hier immer stehen, ist gleich 0. Also müssen wir jetzt erst minus 10 rechnen. Wenn ich von 2,5 dementsprechend 10 subtrahiere, lande ich bei minus 7,5. Also können wir hinschreiben, 0,5x² minus 3x minus 7,5 ist gleich 0. Damit habe ich die quadratische Gleichung so, dass ich jetzt die allgemeine Lösungsformel anfangen kann. Und als erstes berechnen wir eigentlich immer d. D ist immer b Quadrat, also in dem Fall steht hier jetzt minus 3 vor dem x. Also muss man auch anfangen mit minus 3 in Klammern zum Quadrat. Minus 4 mal a. A ist 0,5 mal c. C ist in dem Fall hier jetzt mal minus 7,5. Wichtig, vergesst es nicht hier mit den Klammern. Ich meine, da ist natürlich jetzt noch nicht so gefährlich, wenn ich da 3 nehme, aber bei dem nächsten müsst ihr euch erkennen, das geht mit Minus an. Also, das kann man natürlich ausrechnen auch. Also rechnen wir aus: 3 Quadrat minus 4 mal 0,5 mal minus 7,5. Das macht der Taschenrechner, kommt als Zahl raus 24. Ja, in dem Fall natürlich geht es jetzt noch weiter, weil man soll ja jetzt hier dann rausfinden den Punkt C0, für den man jetzt das erhält. Also habe ich jetzt hier die 24 und damit können wir jetzt natürlich weiterrechnen. Jetzt fangen wir an, jetzt schreiben wir hin, x1, 2, so ist es ja genormt. In dem Fall könnten wir es jetzt natürlich auch anders nennen, weil 1 und 2 ja eigentlich schon vergeben sind. Man kann irgendwie halt nennen das x1, 2. Also fangen wir an mit minus b und b ist jetzt minus 3, also geht es mit minus, minus 3, müsst ihr mit 3 anfangen. Also haben wir 3 plus minus die Wurzel von 24 durch 2 mal a, also 2 mal 0,5.
Das liefert mir zwei x, ein x1 oder ein x2. Ja, also nehmen wir hier auch der Taschenrechner immer schön, der hat eine Bruchtaste, also kann man das schön eingeben. Wir geben ein 3, in dem Fall das Minus Wurzel 24 durch 2 mal 0,5, hätten wir natürlich auch gleich 1 eingeben können. So, liefert mir einen Wert mit minus 1,898. Das ist natürlich gerundet minus 1,90. Oder ein x2 können wir jetzt noch ausrechnen. Da löschen wir das einfach raus mit plus von 7,90. So. Klar, für meine Rechnung jetzt heißt ja, das x soll kleiner sein als 3. Also muss ich mir natürlich den Wert jetzt wegnehmen. Und mein gesuchter x-Wert ist natürlich jetzt nur die minus 1,90, weil ja für die Punkte c das x kleiner sein muss als 3. So, es ist jetzt gefragt, man soll nur die Abszisse x des Punktes B0 berechnen. Damit wären wir jetzt auch schon fertig mit der Aufgabe, weil hier ist nur gefragt nach der Abszisse x. In dem Fall wäre jetzt die Aufgabe schon fertig. Man müsste jetzt hier einfach nur hinschreiben, x ist minus 1,5. Natürlich, der Punkt soll jetzt heißen B0. Er ist jetzt nicht gefragt. Es hätte natürlich jetzt auch sein können, hey, berechne die Koordinaten des Punktes. Das ist jetzt nicht gefragt. Dann müsste ich das jetzt noch ausrechnen, indem ich, was mache ich da? Ich nehme dieses minus 1,0 und setze es hier ein für das x Quadrat. So, in dem Fall hoch 2, minus 3 mal minus 1,90 plus 2,5 müssten wir hier einsetzen, also wenn mal die Koordinaten komplett gefragt sind, einfach immer die x-Werte nehmen und da in die Ausgangsform einsetzen. Ja, und wenn wir die da einsetzen, dann müssten wir natürlich sowas auch mit dem Taschenrechner ausrechnen wieder. Also nimmt man den Taschenrechner und gibt halt ein 0,5 mal, Klammer auf, minus 1,9, Klammer zu, zum Quadrat, minus 3 mal. Dafür gibt es dann immer dieses Vorzeichen minus hier. Dann plus 2,5. Und dann käme raus Syntaxfehler, weil ich hier eine Klammer vergessen habe. So, also wichtig so. Und damit käme ich jetzt bei 10,005 raus. Und das ist natürlich das, was wir auch angesetzt haben hier. Hier war ja dementsprechend die 10 schon fest vorgegeben, also hat der Punkt B0 die Koordinaten minus 1,90 und 10, weil so soll es ja auch von Anfang an sein, dass die y-Koordinate 10 ist. Aber wie gesagt, falls man sowas mal ausrechnen müsste, müsste ihr dann das x hernehmen und da einsetzen. Und Olaf, soweit verstanden, wie es geht? Ja, super, einfach frei, kapiert, habe ich kapiert, ist einfach. Einfach ein gleichsetzen, muss halt erkennen, dass der Punkt B dann die gleiche y-Koordinate hat wie der Punkt A. Richtig, aber machen wir es mal weiter, vielleicht ist das nächste auch so einfach. Okay. Gut, das nächste heißt jetzt, man soll jetzt die Koordinaten der Punkte Dn in Abhängigkeit von der Abszisse x der Punkte Bn angeben. Also, das heißt jetzt, ich habe ja hier meine Punkte dn, so, und ich habe hier meine Punkte an, so, und da sind meine Punkte b. Die Punkte b haben immer die Koordinaten x, so. So, letztendlich weiß ich ja auch, ich habe eine Symmetrieachse, das ist ein bisschen knifflig, also wir haben ja hier die Symmetrieachse, die hat die Koordinaten 3. Ja, was muss ich machen, damit ich die Koordinaten, die x-Koordinate der Punkte dn? Ich muss letztendlich zu dem 3 die Länge dieser Strecke einfach dazu addieren. Also ich muss zu meinen Koordinaten 3 diese Strecke dazu addieren, damit ich hier auf meine neuen Koordinaten komme. Bisschen kniffen. Na gut, wie lang ist denn diese Strecke? Ich habe hier Punkte, die haben die gleiche Ordinate, den gleichen x-Wert. Damit ich auf diese Strecke komme, muss ich von dem 3 x abziehen. Das heißt, wenn ich hier, sieht man vom Beispiel her, also diese Streckenlänge wäre jetzt immer 3, weil hier fängt es ja an, minus, minus 1 wäre 4, passt. Also müsste ich diese 4 zu den 3 dazu addieren, hätte ich hier mein b mit 7.
auch hier zum Beispiel, also wenn ihr von 3 minus 1 rechnet, habt ihr 2. Also ist die x-Koordinate die Koordinate d 3 plus 2. Das heißt, allgemein kommt ihr auf die x-Koordinate der Punkte d, indem ihr rechnet 3 plus x minus 2. 3 minus x, Blödsinn. Warum? Ja, genau. Also wie gesagt, wir haben Punkte hier, die haben die gleiche Ordinate, das heißt, wir haben den gleichen y-Wert. Dann kann man die Streckenlängen berechnen, indem man immer von der rechtsliegenden Koordinate die linksliegende Koordinate subtrahiert. Also in dem Fall kann ich auf diese Streckenlänge kommen, indem ich rechne, nochmal, 3 minus x. Und diese Streckenlänge muss ich allgemein zur 3 immer dazu addieren, jetzt hier in dem Beispiel, damit ich die neue x-Koordinate der Punkte dn habe. Das heißt, wegen den Symmetrieeigenschaften, das wäre ja schwer, also wer da übrigens keine Idee gehabt hat, hätte einfach auslassen müssen. Wegen den Symmetrieeigenschaften kann ich jetzt sagen, die x-Koordinate Punkte d ist 3 plus 3 minus x, also ist sie allgemein 6 minus x. Damit kenne ich jetzt die x-Koordinate der Punkte dn. Damit ich jetzt auf die y-Koordinate der Punkte dn komme, muss ich Folgendes machen. Ich nehme mir diese x-Koordinate her und setze das in die Parabelgleichung ein, weil die Punkte d sollen ja auch auf der Parabel liegen. Und da müsst ihr aufpassen, dass ihr Klammern vergesst. Also ihr müsst jetzt diesen Term, das ist ja jetzt die x-Koordinate eurer Punkte, hernehmen und in die Parabelgleichung für das x genau immer diesen Term einsetzen. Also 6 minus x zum Quadrat minus 3 mal 6 minus x plus 2,5. So, und so kommt er dann auf die y-Koordinate der Punkte d. Also ganz wichtig, sowas haben sie auch immer wieder mal anders drin. Da heißt es immer, geht's los, die Punkte a und die Punkte d haben verschiedene Abszissen. Und zum Beispiel ist die Abszisse der Punkte d um 3 größer als die Abszisse der Punkte b. Dann könnte man erkennen, gut, dann ist die eine x plus 3. Da müssen wir halt dann in die Parabel in den Klammern x plus 3 einsetzen. Hier ist mal ein wenig ungewöhnlich aufgrund der Eigenschaft des Drachenvierecks, also schon ein bisschen kniffliger. Ich muss halt erstmal auf das 6 minus x kommen. Häufig steht im Teilergebnis dann auch schon da die x-Koordinate dann. Und der nächste Schritt ist halt, ihr müsst dann diese Koordinate hernehmen, das da, und das nochmal mit Klammern immer in die Funktionsgleichung einsetzen von der Funktion, auf der der Punkt drauf liegen soll. Also in dem Fall in die Parabel, und dann sind wir natürlich jetzt hier wieder bei den binomischen Formeln. Ich muss die ausrechnen, also 6 zum Quadrat ist 36, minus 2 mal 6 mal x sind minus 12x plus x Quadrat, dann habe ich noch minus 3, 18, dann minus minus gibt plus, plus 3x und dann noch plus 2,5. Jetzt muss ich noch ausmultiplizieren, 0,5 mal 36 habe ich 18, also haben wir 18 minus 6x, da habe ich eine Klammer vergessen, so. Plus 0,5x² minus 18 plus 3x plus 2,5. Wenn ich das jetzt noch zusammenfasse und ordne, habe ich hier 0,5x². So, minus 6x plus 3x ergibt minus 3x. Und die 18 minus 18 fällt weg. Plus 2,5. Ja. Und damit haben wir auch die Koordinaten der Punkte dn. Gut, hätten wir jetzt hier auch an der Stelle nicht einmal so kompliziert machen müssen, weil die y-Koordinate der Punkte d ist natürlich die gleiche wie die y der Punkte b. Das heißt, es hätte schon gereicht, wenn wir hier fertig gewesen wären. Ich habe es euch allerdings nochmal versucht ausführlich zu erklären. Wenn ich es nicht wüsste, was die y-Koordinate wäre, das wäre jetzt hier natürlich der Fall gewesen, dann müsste man immer die x-Koordinate-Punkte in Abhängigkeit von den anderen, in dem Fall 6 minus x, in die Gleichung der Funktion einsetzen. Also das hätte man hier jetzt nicht gebraucht bei dieser Prüfung,
weil wir kennen ja schon die y-Punkte dn, das muss ja die gleiche sein wie bei dem bn. Er hätte also nur erkennen müssen, dass das 6 minus x ist und dann hätte es schon gereicht, wenn er durch erkannt hätte, ah ja, die dn haben ja die gleiche, also hätten die Punkte dn die Koordinaten 6 minus x und natürlich die y-Koordinate ist ja die gleiche wie bei dem bn. Also da muss auch wieder das Gleiche rauskommen. Wenn das mal nicht der Fall ist, dann müsst ihr das so machen. Ja, das war also der zweite Teil. Olaf, irgendwelche Fragen dazu? Nö, also fass nochmal zusammen, Olaf. Also, ich hab's noch, also ich glaube, ich habe es verstanden bei sowas. Also, wenn hier mal verschiedene Abszissen, x-Koordinaten von irgendwelchen Punkten in Abhängigkeit von anderen Punkten ausgerechnet werden sollen und die verschiedene x-Werte haben, dann muss ich mir als erstes den x-Wert des ersten Punktes in Abhängigkeit vom anderen rausfinden. Also in dem Fall muss ich die x-Werte der Punkte dn in Abhängigkeit von x-Werten der Punkte bn rausfinden. So, das ist dieses 6 minus x. Und wenn ich dann das habe oder weiß, weil das im Teilergebnis dann auch drin steht, dann muss ich dieses 6 minus x oder halt was da immer da steht, zum Beispiel x plus 3, in die Funktionsgleichung einsetzen, auf der der Punkt liegen soll. Und in dem Fall müssen wir es jetzt hier in die Parabelgleichung einsetzen und dann den Term noch so weit wie möglich zusammenfassen, damit man dann noch auf die y-Gerade kommt. Was man hier nicht gebraucht hätte, weil es ja schon angegeben ist. Richtig, Olaf, hast du sehr gut erkannt. Ja, dann sag doch mal tschüss, tschüss. Schauen wir uns dann im dritten Teil noch den Rest der Aufgabe an. Fehlen ja noch 7 Punkte. Alles klar, machen wir dann im dritten Teil.